Servus, ich bin die Laurence und das ist meine Beschwerbung des Monats. Und das ist Daniel, der arbeitet bei Bayer und will was voranbringen. Aber was denn? Was will er voranbringen? Pflanzenschutz. Pflanzenschutz bei Bayer, das heißt vor allem sprühen, 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 sprühen. Und zwar Pestizide. In Deutschland sind von diesen Giften 916 zugelassen. Herbizide gegen Unkraut, Insektizide gegen Insekten, Fungizide gegen Pilze und dann kommen noch dazu GMOs, das heißt genmanipulierte Organismen, Pflanzen also, die genmanipuliert sind, um diese ganze Sprüherei zu widerstehen. Dann erklärt uns Daniel, was er mit seinem Team macht, damit die Sicherheit der Produkt gewährleistet wird. Mein Name ist Daniel. Ich bin promovierter Chemiker und arbeite bei Bayer Crop Science als Laborleiter und mein Team sorgt dafür, dass unsere Pflanzenschutzmittel keine unakzeptablen Nebenwirkungen aufweisen. Ja, aber die Mischung macht's. All diese Produkte zusammen, was machen die mit uns? Das weiß keiner so recht. Ein konventioneller Apfel wird von der Blüte bis zur Erntezeit weit über 20 Mal gespritzt. Lecker. An apple a day keeps the doctor away. Sicher? Daniel sagt, er und seine Kollegen prüfen alles. Aber wie kann das angehen, dass erst vor kurzem Monsanto in den Schlagzeilen stand, weil es womöglich Studien gekauft hätte. Recherchen des Vereins Lobby Control zeigen nun erstmals, dass der Glyphosathersteller Monsanto, heute Bayer, bei einem renommierten deutschen Wissenschaftler wohlwollende Studien in Auftrag gegeben hat und dafür bezahlt. Jahrelang betrieb Schmitz unter der Adresse der Hochschule den Verein für Agribusiness-Forschung und ein dazugehöriges Institut. Und das ließ sich die Studien bezahlen. Vom weltweit bekanntesten Glyphosathersteller Monsanto, heute Teil des Bayer-Konzerns. Pflanzenschutz. Für mich, das heißt ganz was anderes. Das ist das, was Kleinbäuerinnen machen mit altem Saatgut, was dem Klima angepasst ist, von robusten Sorten, Mischkulturen, Fruchtfolge auf den Feldern. Aber das, was Bayer uns verkaufen will, das ist eine große Kampagne von Greenwashing. Mehr nicht.